Hallo. Und wie versprochen, stürzen wir uns in dieser Folge in das nächste Wimmelbild. Sehr hübsch. Die Braut. Oh, eine Fledermaus. Oh, die brauchen wir gar nicht. Wie schade. Eine Uhr? Ah, die Uhr brauchen wir. Okay. Blume, Gebiss und Ring. Den Ring haben wir direkt hier. Das Gebiss? Hihi. Das erinnert mich ein bisschen an Dot. Also, ne? Day of the Tentacle. Das Gebiss. Eine Blume. Gilt das als Blume? Nein, das gilt nicht als Blume. Wie kann hier drinnen überhaupt eine Blume existieren, frage ich mich. Schlüssel mit Symbol. Geht's vielleicht noch länger? Ballettschuh. Ich sehe eine Muschel. Gilt die? Nein. Papierklemme, das ist die hier. Erstmal an das Brautkleid rangeknipst. Wunderbar. Wir brauchen eine 31. Okay, die haben wir hier oben. Ein Telefon. Das ist hier hinten. So ein uraltes Ding. Stier, Flöte und Magnet. Stier, Flöte. Hier haben wir ein Zaumzeug. Das braucht keiner. Okay. Hier ist der Stier. Flöte, Magnet. Wo haben wir hier denn einen Magneten? Ach, hier unten. Ah, Flöte, Schlüssel mit Symbol, Ballettschuh und Blume. Wir suchen mal wieder einen Schuh. Das kennen wir schon. Wo fliegt denn hier ein Schuh herum? Man sucht ihn ja gerne hier unten. Aber hier ist er nicht. Oder bin ich blind? Das ist natürlich auch nicht auszuschließen. Hier ist ein Seestern. Wo kommt der denn her? In der Handtasche? Okay. Ein Geschenk. Können wir nicht öffnen. Ist das hier ein Schuh? Nein. Das ist ein Fahrrad. Ach, da ist der Schuh. Lehnt an ihrem Kopf. Okay. Schlüssel mit Symbol und Blume fehlen noch. Hier ist eine Feder. Die braucht keiner. Blume und Schlüssel mit Symbol. Ein Schmetterling haben wir hier. No, voll schön. Schlüssel mit Symbol und Blume. Eine Blume. Blume! Wo finde ich die? Ist das hier die Blume? Nein. Da, warum trägt sie eigentlich einen Strick um den Hals? Schlüssel mit Symbol. Ah, das war der Schlüssel mit Symbol. Das ist das Teil für den Fahrstuhl, oder? Jetzt fehlt nur noch die Blume. Eine Blume, wahrscheinlich eine einzelne. Ich hätte schon gedacht, dass das hier vielleicht eine Blume ist. So eine, die sich der Bräutigam ans Revers steckt oder so. Das ist die Blume. Oh nein, die Flöte fehlt ja auch noch. Nein! Eine Flöte. Die habe ich gerade gekonnt ignoriert. Ach hier. Zack, haben wir die Flöte auch. Das könnte noch nützlich sein. Ein Schlüssel mit Symbol. Ja, damit kommen wir nämlich in den Keller. Hier. Zack. Sieht aus wie so ein Stempel, ne? Und ab in den Keller. Runter geht's. Okay, hier läuft auf jeden Fall Wasser aus. Hier brauchen wir den Ank. Oder das Ank. Oder der Ank. Ich weiß es nicht. Oh, die nächste komische Puppe. Das arme Ding. Der Käfig hat keine Tür. Aber das ist auch kein echter Vogel, oder? Hier, können wir das nicht mit dem Messer? Nein, ich sollte was anderes suchen. Okay. Was sagt sie denn dazu? Ich habe eine Mumie in dem Sarkophag erwartet, aber stattdessen habe ich eine Schaufensterpuppe gefunden, die wie ein Prinz gekleidet war. Der Märchenerzähler überrascht mich immer wieder. Ja, okay, gut. Da können wir erstmal nichts mitmachen. Hier läuft Wasser aus. Das scheint die einzige Wasserquelle in dem Gebäude zu sein. Aha. Okay. So, was haben wir hier hinten noch? Ich muss die Teile. Entschuldigung. Ich muss die Teile des Puzzles umdrehen, bis beide Seiten übereinstimmen.
Hä? Aha. Alter. Okay. Oh Gott, das ist voll abgefahren. Das frisst mein Gehirn. Oh. Ja, das habe ich natürlich. Das war total etwas Klebriges auf dem Schloss. Ich muss es entfernen, um die Truhe zu öffnen. Hier mit einer Kerze? Nein. Mit dem Messer? Nein. Ja, so abschaben halt. Warum sollte ich das versuchen? Also wirklich. So, haben wir sonst noch was hier? Hier wartet wieder ein Brief. Du hast noch einen weiten Weg vor dir. Ja, ja, wenn du das sagst. So, hier haben wir ein Skarabäe. Ach. Ach ja, die Dame kann nicht nur Klavier spielen. Sie kann nicht nur Yacht fahren, sondern sie kann auch wunderhübsche Gartenskulpturen entwerfen. Oder nachschneiden, weiß nicht genau. Jetzt weiß ich, wie ich diesen gruseligen Busch draußen trimmen kann. Ich werde einen wunderschönen Schwan daraus machen. Muss ich das lachen? Ja, okay, einen wunderschönen Schwan. Dummerweise brauchen wir dafür erst die Schere. Ach so. Jetzt können wir wieder hochfahren. Ist natürlich eigentlich voll Schwachsinn. So, dann sind wir wieder hier. Ich wollte noch mal gucken, hatten wir hier noch irgendwas, wo wir vielleicht einen Schlüssel gebrauchen können? Wimmelbild Recycling, ihr Schweine! Das kann man noch nicht wissen. So, hier ist natürlich alles wieder zugemüllt. Und auf ein neues, Libelle. Jetzt nehmen wir sie auch mit. Ein Buchstabe S. Was? Den Dolch, den hatte ich schon gesehen. Der war hier hinten. Die Brille hatte ich schon gesehen. Den Pharao. Den Krug. Ich erinnere mich. Radio und Kutsche. Die Kutsche haben wir hier. Gummihandschuh. Das war übrigens die Kutsche aus Cinderella, ne? Also, glaube ich. Apfel und Teleskop. Das Teleskop ist auch sehr auffällig. Radio. Größer geht's nicht. Ein Apfel. Wo ist denn ein Apfel? Ein Apfel und der Buchstabe S. Ach so, der Apfel wahrscheinlich. Ein Buchstabe S. Ach so. Das könnte noch nützlich sein. Gummihandschuhe. Gummihandschuhe. Ins Feuer fassen können wir damit nicht zufällig. Was? Warum denn nicht? Ist doch bestimmt ein angenehmes Prickeln auf der Haut, wenn das Gummi schmilzt. Oh Gott, Kinder, macht das bloß nicht nach. So, Gummihandschuhe. Was machen wir denn damit? Gummihandschuhe. Okay, wir fahren mal nochmal hoch. Gummihandschuhe. Können wir damit vielleicht hier die Heckenschere abmachen? Nein, das geht nicht. Hier fehlen noch die Clips. Ansonsten ist hier, glaube ich, nichts mehr. Hier will sie den Schraubenschlüssel haben. Schraubenschlüssel haben wir leider nicht momentan. Dann fahren wir mal nochmal in den Keller. Aber ich glaube, da ist auch nichts mehr, oder? Wir können übrigens schon rausgehen. Okay. Gummihandschuhe, hilft dir das? Nein. Vielleicht hier abwischen? Nein. Vielleicht können wir den Gummihandschuh aufblasen. Warum sollte ich das versuchen? Habe ich doch eben gesagt. Also so mit Wasser auffüllen, nicht aufblasen.
Okay, ich guck mal wieder auf der Karte, was wir zu tun haben. Hier unten gibt es tatsächlich noch was zu tun. Hier gibt es auch noch was zu tun. Das hilft uns aber alles nichts. Ach so, können wir vielleicht mit dem Schlüssel hier das öffnen? Tada! Oh Gott, ein Babykopf. Ein Wolf, wie hübsch. Ah, ich weiß auch, wofür er ist. Ich habe einen Hinweis gefunden, wie ich das Rätsel auf dem Wasserspeier lösen kann. Ich sollte zurückgehen und das geheime Versteck öffnen. Jawohl, machen wir. Ah, okay. Mehr kann ich hier nicht machen. Hä? Ich check das nicht. Hier der Hintern noch? Nö. Und jetzt? Ah, okay, der Schwanz war noch. Gut, dann haben wir eine weitere Münze. Einen weiteren Chip. Wie auch immer man die Teile nennen mag. Und dann fehlen uns immer noch welche. So, wo geht's jetzt weiter? Hier. Aber hier können wir doch momentan gar nichts machen, oder? Habe ich was übersehen? Ich dachte, vielleicht kann man den auffüllen. Und dann dieses schleimige Zeug hier hinten damit wegwischen oder so. Aber das geht nicht. Können wir hier vielleicht mit der Kelle? Nein. Hm. Mit dem Messer? Nein, das geht nicht. Hatte ich, glaube ich, auch schon versucht. Außerdem ist hier noch was zu tun. Was? Hier? Ja gut, das Ausgraben. Ach, mit dem Handschuh. Das geht nicht. Was? Ja gut, sie sagt ja auch direkt, man braucht eine Schaufel. Mit dem Messer? Das geht so nicht. Eine Schaufel. Hier liegt nicht zufällig noch irgendwas rum. Schraubenschlüssel haben wir aber nicht. Haben wir nicht. Mach das mit dem Messer gefälligst. Ach so. Was haben wir da denn jetzt eingepackt? Ein Brett? Ein Balken? Was können wir denn mit dem Balken machen? Mit dem Balken. Das will sie partout nicht machen. Das geht so nicht. Hier einfach aufhauen. Nein? Hier vielleicht? Nein. Können wir mit dem Balken... Oh. Warte, Karte. Mit dem Balken... War das hier? Nee. Okay, auf der Karte finde ich mich nicht wirklich zurecht. Einmal durchraten, wo ich genau hin muss. Ich wollte eigentlich nach oben. Hier. In die 2. Mit dem Balken. Können wir nicht zufällig das hier abhauen? Ich sollte etwas anderes versuchen. Ach Mädchen, stell dich doch nicht so doof an. Fräulein Alice. Wirklich jetzt. Da fehlt immer noch ein Chip. Ein Chip fehlt noch. Hier soll noch was zu tun sein. Die Frage ist, was? Ach, hier liegt der... Der Schraubenschlüssel. Da war der Schraubenschlüssel. Habt ihr das gesehen? Okay, go. Schraubenschlüssel. Dann gucken wir uns mal an, was hier hinter zu finden ist. Quietsch, quietsch, quietsch.
Voll cool. Ein Schneewittchen. Schneewittchen, der Märchenerzähler ist von Märchen besessen. Und hier wieder so ein wunderhübscher, zerfallener Gartenzwerg. Ich wette, dass der Gartenzwerg zu der Sammlung gehört. Ich muss ihn reparieren. Ja, okay, wir haben gerade keinen Kleber dabei. Vielleicht kriegen wir ja die glibbrige Masse von unten von der Truhe, damit wir den Zwerg reparieren können. Ansonsten ist hier aber nichts, ne? Am Anfang dachte ich, ich hatte nur einen Haufen zerbrochenes Geschirr entdeckt. Aber bei genauerem Hinsehen konnte ich sehen, dass es einmal ein weiterer Gartenzwerg war. Ich wünschte, ich wüsste, warum der Wahnsinnige sich für mich zurückgelassen. Achso, warum der Wahnsinnige sie für mich zurücklässt. Und ich wünschte, ich hätte etwas Klebstoff. Ja. Mal wieder hier wunderschöne Zeichnungen dazu. Der Gartenzwerg. Gut. Oh, da hinten steht er. Er beobachtet uns. Nein, guck mich nicht an. Ich muss auf diesen Balkon kommen. Okay, spring rüber. Hier, Balken. Hinterher! Schnell, hinterher! Wir können tatsächlich hinterher. Ich will gar nicht hinterher. Wo ist der Märchenerzähler? Tja, wahrscheinlich nach unten oder hier durchs Fenster oder so, weil hier kann er ja schlicht lang, ne? So. Was haben wir jetzt bekommen? Ach, die Lötlampe. Okay. Nur deswegen sind wir jetzt hier rübergekommen. Oh, hier ist noch was. Jemand war in Eile, als er diese Tasche genäht hat. Ja, machen wir einfach wieder kaputt. Hat bestimmt keinen Sinn gehabt, das zu nähen. Und dort nehmen wir den nächsten Chip draus. Das ist, das sieht aus wie Gandalf. Gandalf, der Graue. Und eine Schraube. Ernsthaft? Die Schrauben werden mir gar nicht angezeigt. Okay. Ist das richtig so? Weiß nicht genau. Das können wir nicht mitnehmen. Eine Säge? Hallo, da ist eine Säge. Nein, können wir auch nicht mitnehmen. Okay. Na gut, wir haben jetzt auf jeden Fall die Lötlampe. Die brauchten wir für irgendwo draußen. Für hier draußen, glaube ich. Ah, für das Tor hier hinten. Ich erinnere mich. Ja, aber die Folge ist auch schon wieder vorbei. Wir haben eine Lötlampe gefunden. Endlich. Das war eine der ersten Aufgaben, die wir hier bekommen haben. Ich bin gespannt, was sich hinter diesem Tor befindet. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.